Heute ist die zweite Folge von The Book of Boba Fett erschienen und mein Gott, die erste Folge war ja eine 8 von 10 für mich und diese Folge eine gute 9 von 10, fast 10 von 10. Die schrammt wirklich so ganz knapp an einer 10 von 10 vorbei. Warum die nicht eine 10 von 10 ist, erkläre ich euch gleich im weiteren Video. Denn das Video zur letzten Folge ist ziemlich gut bei euch angekommen. Deswegen werde ich das heute, denke ich, auch so beibehalten, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Wir machen hier eine kleine Zusammenfassung der Folge und wenn ich an Stellen mit Easter Eggs komme, erkläre ich euch die auch kurz. Und am Ende des Videos gibt es dann ein kleines Review und Fazit zu der Folge. Und ich werde mir in den nächsten Tagen definitiv auch nochmal weitere Gedanken machen zu den einzelnen Sachen, die ein bisschen weiter in meinem Kopf analysieren und wenn ihr das wollt, auch gerne dazu ein eigenes Video dann noch machen, dass wir auf so kleinere Sachen näher eingehen können. Wenn ihr da Bock drauf habt, gebt dem Video hier gerne einen Daumen nach oben und schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Was ich euch auf jeden Fall schon mal ganz spoilerfrei zu der Folge sagen kann. Die Folge hat einen riesen Spaß gemacht. Mehr Spaß als manche The Mandalorian-Folgen, muss ich sagen. Aber viel mehr kann ich da spoilerfrei auch gar nicht zu der Folge großartig sagen und ich will jetzt einfach über diese Folge reden. Deswegen, ihr seid gewarnt, ab hier gibt es jetzt Spoiler. Und wenn man Disney Plus aufmacht, sieht man, dass die Folge direkt 53 Minuten lang geht. Klar, da muss man noch den Vorspann abziehen und die Credits, aber es war eine ziemlich lange Folge, deswegen wird dieses Video hier vermutlich auch entsprechend lang. Ihr habt ja schon gesehen, wie lang das ist. Und die Folge startet nicht mit einem Flashback, was erfrischend ist. Fennec kommt hier mit dem Gefangenen zurück, den sie in der ersten Folge gefangen genommen hat, und läuft da zu Fuß die Schritte sozusagen zu Jabbas Palast, jetzt Bobas Palast, drauf. Und klar, das sieht cool aus, ist sehr cinematisch, aber die sollen jetzt der Oberlord sozusagen von Tatooine sein und die haben kein Fahrzeug, um dahin zu kommen? Das ist schon komisch. Und übrigens, wir haben ja auch gesehen, dass hier diese Space Ninjas, wie ich die immer genannt habe, Masken getragen haben. Da wissen wir jetzt, dass das eigentlich gar nicht wirklich geplant war und dass das nur wegen der Pandemie ist, um die Vorschriften einhalten zu können, was interessant ist. Aber dadurch sehen die vielleicht sogar noch ein bisschen geheimnisvoller aus. Wir erfahren, dass er ein Mitglied der Nachtwindaugen ist, was eine Elite-Attentäter-Einheit sein soll. Und hier geht das Gespräch so ein bisschen zwischen dem Droiden 8D8, Boba und Fennec hin und her und die Chemie zwischen den dreien ist wirklich super. 8D8 hat halt immer noch diese Folterprogrammierung drin, ist so ein sehr harter Droide und der hypt diese Space Ninjas total auf. Fennec sagt, ach, die sind gar nicht so gut, die konnte sie ja auch besiegen und Boba hört sich das so gelassen an. Und das macht halt einfach irgendwie Spaß, diese drei in der Chemie zusammenzusehen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Dieses Nachtwindauge will nichts sagen und dann drohen die beiden einfach damit, dem Rancor zum Fraß vorzuwerfen. Der wird auch runtergeworfen, das Tor zum Rancor geht rauf. Nachtwindauge kriegt richtig Schiss und sagt, dass er vom Bürgermeister angehört wurde. Und dann fangen Fennec und Boba sozusagen an zu lachen und sagen, dass da gar kein Rancor mehr drin ist. Was viele Fantheorien und Leaks zu einem potenziellen Rancor vielleicht erstmal zerstört. Ich hatte ja auch gesagt, dass Moochie aus The Bad Batch vielleicht da reinkommt. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass die da so ein bisschen mit uns spielen, dass jetzt hier am Anfang gesagt wird, ach komm, du kommst zum Rancor und dann irgendwie in Folge 5 oder 6 taucht dann doch ein Rancor auf. Könnte ich mir noch vorstellen, macht's allerdings natürlich unwahrscheinlicher. Was ich schade fände, ein Rancor fände ich schon ziemlich, ziemlich cool in dieser Serie. Aber da der jetzt gesagt hat, dass der Bürgermeister ihn geschickt hat, gehen Fennec, Boba, die beiden Gamorreaner und diese Geisel nach Tatooine zum Bürgermeister bzw. nach Mos Espa. Da haben wir erstmal so einen Establishing-Shot von Mos Espa und da sehen wir zwei Schiffe im Hintergrund. Das eine Schiff hat Ähnlichkeit mit der Wild Card, einem Schiff von Talon Card, einem Verbrecherboss in Legends, der in Legends nach dem Tod von Jabba im Prinzip den Großteil von Jabbas Syndikat übernommen hat. Wäre natürlich interessant, wenn Talon Card hier noch auftauchen könnte, aber ich denke, das ist eher so ein kleines Easter Egg, was dann eben passend zu dieser Story auch ist. Das andere Schiff sieht ein wenig aus wie die Razor Crest, das Schiff des Mandalorianers aus The Mandalorian Staffel 1 und 2. Allerdings wissen wir ja, dass da die Razor Crest in Staffel 2 von Moff Gideon vaporisiert wurde. Und das spielt natürlich jetzt nach The Mandalorian Staffel 2. Vielleicht hat Mando nochmal genau das gleiche Schiff gekriegt, ich glaube es aber nicht. Ich denke, das ist auch eher so ein kleines visuelles Easter Egg, was kaum jemanden auffällt. Interessant ist, dass viele Trandoshaner auf den Straßen sitzen und wir ja schon wissen aus den Trailern, dass Boba Fett in Zukunft nochmal ein Treffen mit einigen Trandoshanern haben wird, die scheinbar auch für Jabba gearbeitet haben. Also scheint diese trandoshanische Bevölkerung auf Tatooine gar nicht mal so gering zu sein. Die gehen zusammen in, ich vermute mal, das Rathaus rein, da wo der Bürgermeister gerade ist. Und da ist erstmal so ein Assistent am Tresen, der Boba Fett einfach nicht erkennt. Der sagt, nö, ihr kommt hier nicht rein, ihr habt keinen Termin. Und der sieht so richtig so aus, als ob das so ein
ich sag mal einfach niemand von Tatooine, der auch absolut keine Pläne für die Zukunft hat. Da ist der ziemlich gut gecastet für. Aber dann übernimmt der Majordomus und sagt halt eben, dass der Bürgermeister im Prinzip keine Zeit hat. Und er fängt auch wieder damit an, dass er die Sänfte nicht gesehen hat. Die scheint hier wirklich, wirklich wichtig zu sein. Und zur Sänfte kommen wir gleich noch. Seid gespannt. Und ja, er will sie wegschicken und Boba setzt sich einfach drüber hinweg. Boba ist Boba, der geht durch und kommt zum Bürgermeister, zum Itorianer, den wir auch schon aus den Trailern kennen. Ein Itorianer wurde übrigens schon vor fast einem Jahr geleakt. Also das ist mal ein Leak, der definitiv stimmt. Und ich muss sagen, der sieht super aus. Itorianer kennen wir aus Episode 4, in der Kantina tauchte da einer auf. Und seitdem haben wir einiges an Backstory zu denen bekommen. Die sind zum Beispiel auch in den KOTOR-Spielen aufgetaucht. Aber so ein gut aussehender Itorianer wie hier hatten wir noch nie. Ich muss sagen, so die Kreaturen hier in The Mandalorian und The Book of Boba Fett sind einfach absolut perfekt. Und Itorianer haben, ich sag dazu immer Kiemen, aber wirkliche Kiemen sind es nicht, an der Seite ihres Hals, mit denen sie halt auch atmen und sprechen können. Allerdings können die damit kein normales Basic sprechen. Also in dem Fall jetzt Englisch bzw. für uns Deutsch, das, was die normale Bevölkerung in der Star Wars Galaxis so spricht. Da die das nicht können, haben manche Itorianer verschiedene Gerätschaften als Übersetzer, wie wir das zum Beispiel auch beim Itorianer in The Bad Batch gesehen haben. Und ich finde es ziemlich cool, dass die Kiemen sich hier vernünftig bewegen, der Übersetzer mit da drin sitzt und diese Kiemen sich um den Übersetzer herum bewegen. Das sieht einfach absolut toll aus. Der Itorianer lässt aber auch die Geisel in Windeseile töten mit der Begründung, dass diese Nachtwindaugen nicht auf Tatooine agieren dürfen, weil das außerhalb der Huttengebiete ist. Zum einen ist es vermutlich einfach eine Ablenkungstaktik, dass er halt sagen will, nee, ich war das gar nicht, ich habe die nicht angehört und dann tötet man halt den einzigen Zeugen, der das wirklich bezeugen kann. Zum anderen wird er das wahrscheinlich nicht sagen, wenn es unwahr wäre. Was interessant ist, weil ich mir so gedacht hätte, dass Tatooine trotzdem noch im Einflussbereich der Hutten liegt, aber dann haben die Hutten doch einiges verloren. Was ja auch mit dem übereinstimmt, was wir aus den Vader-Comics wissen, wie Vader da eben mit dem Huttenrad umgegangen ist. Da werden die Hutten sich wahrscheinlich nicht so schnell von erholt haben. Dann will der Itorianer Boba Fett bezahlen, also er sagt da quasi, Boba Fett ist ja nur ein einfacher Kopfgeldjäger, was mehr oder minder eine Beleidigung ist, weil er im Prinzip wissen muss, dass Boba den Anspruch auf Tatooine erhebt. Und Boba nimmt das aber an und sagt, das nehme ich halt als quasi den Tribut an, den du mir eigentlich zollst. Und dann sagt der Itorianer, er gibt ihm eigentlich noch einen anderen Zoll, nämlich einen Rat. Er sagt, dass er kein Motiv hat und dass jemand anderes die Leute geschickt haben soll. Und sein Rat ist, dass eine Familie zu führen schwieriger ist, als ein Kopfgeldjäger zu sein. Was vielleicht ein Hinweis auf zukünftige Storylines ist. Auf jeden Fall sagt er auch noch, dass Boba Fett zu Garsas Zuflucht gehen soll. Da geht Boba rein, Garza taucht auf und wir sehen hier natürlich auch wieder viele Astromechs und die Max Rebo Band. Und zu den Hintergründen der Astromechs und zu der großen Kontroverse, die die Spezies von Max Rebo hat, habe ich auf meinem Kurzvideokanal Star Wars Basis Shorts auch schon einige Videos zu gemacht. In der Endcard und ich glaube auch hier in der Infokarte werde ich euch ein paar Videos bzw. eine Playlist zu all meinen Book of Boba Fett Kurzvideos hier verlinken und da werden in den nächsten Tagen auch noch einige weitere kommen. Schaut da nach dem Video gerne mal rein, es lohnt sich. Aber auch in dieser Zuflucht wird Boba einfach nicht erwartet, die Sänften waren da wohl sehr wichtig, damit alle sich irgendwie noch zurecht machen konnten, wenn ihr Herrscher auftauchte. Und Boba sagt hier, dass Garza schwitze wie ein Gampta auf Mustafa. Mustafa ist natürlich eine schöne Erwähnung zu Episode 3, aber was ein Gampta ist, ob das jetzt ein Tier ist oder irgendein anderes Lebewesen oder so, das wissen wir bisher noch nicht. Garza erzählt Boba hier, dass die Zwillinge Anspruch auf das Territorium ihres Cousins erheben und Boba sagt dann, dass die Zwillinge auf Hutta beschäftigt sind. Damit ist natürlich Nal Hutta, der Heimatplanet der Hutten, gemeint. Und dann wird plötzlich alles leise und man hört so ein fernes Dröhnen, dann merkt man, dass das Trommeln sind. Boba geht raus und es kommen einfach mal zwei Hutten, Zwillinge auf einer Sänfte getragen an. Die werden von Twi'lek, Nikto und Menschen getragen. Das war so ein absolut krasser Moment. Und wenn ihr übrigens wissen wollt, warum Twi'lek und Nikto und so immer oft bei Hunden zu sehen sind, ich habe ein Video über die komplette Geschichte der Hunden gemacht, da wird das ziemlich, ziemlich gut drin erklärt. Und interessant ist ja auch, wie ich schon gesagt habe, dass der Huttenrat kurz vor Episode 6 getötet wurde. Das taucht in meinem Video über das komplette Leben von Boba Fett auf. Beides Videos, die ich euch auch nur ans Herz legen kann, die auch beide in der Endcard verlinkt sind. Aber damit war es das jetzt in diesem Video, denke ich, mit Werbung für meine Videos. Deswegen lasst uns mit der eigentlichen Folge weitermachen. Da sehen wir nämlich noch eine Person im Hintergrund, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, was das für eine Spezies ist. Das könnte ein Schister Vane sein, was im Prinzip so die Wolfsspezies ist oder die Werwolfspezies in Star Wars.
Ein Mitglied dieser Spezies haben wir zum Beispiel auch in der Kantine in Episode 4 gesehen, allerdings sieht er nicht ganz nach einem Schistawanen aus. Boba und die Zwillinge sprechen hier und Boba spricht hier auch sogar Hutis, was natürlich nahe liegt, da wir wissen, dass Boba viel für Jabba gearbeitet hat und dass er dann auch Jabbas Sprache spricht. Denke ich, sollte klar sein. Und dann taucht ein weiterer Kopfgeldjäger hinter der Sänfte auf, nämlich ein schwarzer Wookie, der zu 99,9% Black Chrysanthemum ist. Das ist ein schwarzer Wookie, beziehungsweise ein Wookie mit schwarzem Fell, den wir aus den Vader und Dr. Aphra Comics kennen. Und das ist ein harter Junge, ein absolut harter Junge. In den Comics sind Black Chrysanthemum und Boba sich auch das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, weswegen ich das so ein bisschen komisch fand, dass die sich hier nicht so gegrüßt haben, aber das passt hier wahrscheinlich auch nicht rein, aber so ein bisschen die Anerkennung, okay, den kenne ich, wäre interessant gewesen, aber naja. Black Chrysanthemum hat in den Comics auch eine Narbe über seinem linken Auge und da dachte ich erst, das würde man hier nicht sehen, aber doch, die Narbe ist auch hier da. Da das aber mehrere Jahre nach den Comics spielt, mindestens 5, kommt auf die Comics an, teilweise sogar mehr als 5 Jahre nach den Comics, scheint die Narbe einfach ein bisschen mehr verheilt zu sein. Die Narbe ist auf jeden Fall bei ihm hier da, deswegen muss das einfach Black Chrysanthemum sein. Die beiden Hutten sind einfach nur cool, die haben so verschiedene Marotten. Die Huttendame hält ihren Fächer immer wieder vors Gesicht, während sie mit ihrem Bruder tuschelt. Und der Bruder nutzt einfach mal eine kleine Ratte, um seinen Schweiß an seinem Gesicht wegzumachen und wirft die Ratte dann weg. Das sind einfach so coole Details. Und man kann mit der Zeit einfach sehen, wie schwer die Hutten sind. Die Sänfte wird immer schwerer und schwerer, biegt sich in der Mitte durch. Das ist einfach eine absolut coole Sequenz. Und es kommt so die Spannung auf, weil die Hutten natürlich dieses Territorium von ihrem Cousin, scheinbar von Jabba, in Anspruch nehmen wollen. Boba sagt, er ist jetzt hier derjenige, der das Sagen hat. Und dann sagen die beiden Hutten allerdings, dass die hier kein Blut vergießen haben wollen, das später fortführen wollen. Und das ist sehr interessant, denn da kam jetzt wirklich Spannung auf und da wird es in Zukunft auch noch mehr weiter drum gehen, denke ich mal. Und ich vermute mal, dass Black Chrysanthemum irgendwann in Zukunft gegen Boba kämpfen werden muss. Die Sänfte dreht sich wie gesagt um und auch Chrysanthemum macht seinen Rückweg. Bevor er den Rückweg macht, guckt er Boba noch an. Relativ lange. Den ersten Blick würde ich noch so deuten wie, ich bin definitiv der Stärkere, ich werde dich fertig machen, wenn wir kämpfen. Aber dann geht er schon weiter, Black Chrysanthemum, hält den Blick aber auf Boba und irgendwas im Spiel mit seinen Augenbrauen und seinen Augen würde ich fast so deuten, als will Black Chrysanthemum sagen, ey Junge, wir kennen uns, ich weiß, was du kannst, du weißt, was ich kann, wir mögen uns eigentlich, ich will gar nicht gegen dich kämpfen, mach was, damit wir nicht gegeneinander kämpfen müssen. So würde ich diesen, ja sagen wir mal, flehenden oder bittenden Blick von Black Chrysanthemum deuten, so nach dem Motto, wenn wir kämpfen, werde ich dich wahrscheinlich töten, aber ich will dich gar nicht töten. Und wenn sich in ein paar Folgen rausstellt, die beiden kämpfen gegeneinander und Black Chrysanthemum lässt Boba am Leben und erklärt ihm, ich will dich eigentlich gar nicht töten, dann ist das hier echt meisterhaftes Puppenspiel der Leute, die da die Augen von Black Chrysanthemum bedient haben. Keine Ahnung, wie das gemacht wurde, aber das ist wirklich top, wenn das sich so rausstellen sollte. Fennec und Boba sprechen noch so ein bisschen und überlegen, ob sie die Hutten töten sollen. Fennec sagt aber, dass sie eine Erlaubnis brauchen, die zu töten, weil die eben Hutten sind. Da ist so die Frage, wen müssen sie um Erlaubnis fragen? Wer steht da noch drüber? Das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte, wäre vielleicht der Huttenrat, der halt wie gesagt schon vor ein paar Jahren von Vader abgeschlachtet wurde. Da hat sich dann vermutlich ein neuer Huttenrat gebildet. Aber ich stelle mir das auch so ein bisschen komisch vor. Dann kommen da zwei Leute von Tatooine und sagen, ja, da sind so zwei Hutten, die machen uns das Leben ein bisschen schwer, die sind wahrscheinlich irgendwie entfernt mit euch verwandt. Wir würden die gerne töten, dürfen wir das? Okay, ich weiß nicht so ganz. Kommt mir irgendwie komisch vor. Und als ich das hier gesehen habe und das zu Ende war, habe ich mich so gefragt, okay, die erste Folge von Book of Boba Fett, die wir hatten, war 34 Minuten lang. Diese neue Folge dauert jetzt 53 Minuten. Warum hat man die erste Folge dann nicht knappe 10 Minuten länger gemacht, dass vielleicht dann, als man das Trommeln hört oder so, die erste Folge aufgehört hat? Oder die Hutten kommen um die Ecke, bleiben stehen und bevor irgendwer ein Wort sagt, hört die erste Folge auf? Ich dachte mir, das könnte vielleicht ein besserer Cliffhanger sein, dann hätte uns allen, glaube ich, die erste Folge besser gefallen. Aber beim Schauen der restlichen Folge habe ich dann auch gemerkt, warum nicht, da kommen wir aber gleich noch zu. Dann geht Boba wieder in den Bacta-Tank, was uns zeigt, dass Boba da scheinbar wirklich nicht nur drin ist, wenn er verletzt ist, sondern vermutlich auch da drin schläft. Da ist die Frage, wie schwer wirklich seine Verletzungen noch sind und ob diese Verletzungen weiter heilen oder ob er das
jetzt für den Rest seines Lebens braucht, jede Nacht im Bacta-Tank zu schlafen. Aber wie immer, Boba liegt im Bacta-Tank und dann kommt ein Flashback. Boba trainiert da mit dem Tuskenkrieger und erscheint wirklich den Respekt der Tusken bekommen zu haben, als er dieses Kind vor dieser großen Sandkreatur beschützt hat und die Sandkreatur umgebracht hat. Die heißt übrigens immer noch Sand Creature einfach nur. Es gibt mittlerweile ein bisschen Merch und T-Shirts und da wird die Kreatur einfach nur Sand Creature genannt oder Sand Monster, eins von beiden, aber die hat bisher keinen Namen bekommen. Boba ist hier immer noch geschwächt, lernt aber den Kampfstil der Tusken, was dann auch seinen neuen Kampfstil in The Mandalorian Staffel 2 erklärt. Und ich finde es ganz cool, dass dieser Tusken-Kampfstil, dieser Nahkampfstil, so ein bisschen an diesen traditionellen Tanz- und Kampfstil der Ureinwohner Neuseelands, der Maori, angelehnt ist, da Temuera Morrison, Boba Fetts Schauspieler, ja selbst ein Maori ist. Boba braucht hier Zeit zum Lernen und man merkt einfach, dass er noch nicht so weit ist. Und man sieht hier auch, dass Boba einen einfachen, hellen Holzstab hat, wobei alle anderen Tusken so richtig krasse Gaffi-Stäbe haben, die teilweise verziert sind, teilweise mit Schlaginstrumenten noch, teilweise mit Metall sind. Und Boba hat da einfach so einen Holztrainingsstab, der wahrscheinlich einfach für Tusken-Kinder gedacht ist. Andere Tusken und Massives schauen hier zu und es kommt eine kleine Sandkreatur aus dem Sand, die von anderen Tusken gejagt wird. Und es sieht so aus, als hätten die da irgendwie Fallen ausgelegt und würden diese jagen, um dann das Fleisch zu essen und die weiter zu verarbeiten, was ein cooles Detail ist. Dann kommt ein langer, leiser Schrei und die Tusken und Boba schauen in die Ferne. Und ich dachte zuerst, oh mein Gott, das klingt nach einem Kraytdrachen. Dann ist da auch so der Sand aufgewirbelt worden und es sah wirklich aus, als würde da ein Kraytdrachen ankommen. Aber nein, etwas anderes sehr Episches ist da gekommen, nämlich ein Hoverzug. Und ich liebe einfach Zugsequenzen in Star Wars. Seit Shadows of the Empire ist das so cool. Ich fand die in Solo Star Wars Story schon gut. Und da wusste ich schon, okay, die Folge wird richtig, richtig gut. Der Zug fährt an den Tusken vorbei und gibt Schüsse auf die Tusken ab. Einige Tusken kriegen was ab. Boba versucht, die nicht kämpfenden Tusken und das Kind hinter einem Banter in Sicherheit zu bringen. Die Tusken schießen zurück. Und wir sehen, dass in dem Zug Pikes drin stehen, die da rausschießen. Die sieht man nur einmal ganz kurz hier direkt, aber man kann direkt sehen, Pikes schießen aus dem Zug. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, okay, die Hunden waren schon geil, diese Folge ist so super. Immer wenn man denkt, okay, jetzt kann nichts Neues kommen, kommt was Neues, was einen total überrascht. Und in der Folge kam noch mehr. Ich merke gerade, ich habe 20 Minuten aufgenommen. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Sonst wird das Video hier vielleicht das längste Video, was ich je gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht will. Aber gut. Im Endeffekt sind mehrere Tusken verwundet oder tot. Und Tusken und Boba trauern. Die Tusken werden verbrannt. Und Boba schaut in die Ferne und sieht, dass da wieder so ein paar Swoop-Bikes vorbeifahren, die wir ja schon in der ersten Folge gesehen haben. Boba geht zum Anführer der Tusken und hat scheinbar ein bisschen Zeichensprache gelernt und erklärt mit der Zeichensprache, dass er den Zug alleine stoppen will. Er sagt, er nimmt ein Gewehr und einen Stock mit und kommt am Morgen zurück. Und jetzt sind die Flashbacks um so viel spannender geworden als in der ersten Folge. Das glaubt ihr gar nicht, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir, dass Nikto auf einer Station Menschen aufmischen und das scheint die Toshi-Station aus Episode 4 zu sein. Beziehungsweise die tauchte nie in Episode 4 auf, wurde dann nur erwähnt, ist aber in Deleted Scenes zu Episode 4 zu sehen. Und da war Luke mit Biggs Darklighter und den beiden Freunden Lace, Fixer, Lone Zoner und Cammy. Und die zwei Menschen, die wir hier zu sehen bekommen, sehen sehr wie Fixer und Cammy aus. Die müssten jetzt natürlich 9 Jahre gealtert sein. 9 Jahre älter sehen die nicht aus als in Episode 4. Aber trotzdem, keine Ahnung, ob man da irgendwann mehr zu erfährt. Die sehen aber sehr stark nach den beiden aus. Fixer findet das hier nicht richtig, dass die Nikto-Gang die hier terrorisiert, mehr sagt hier aber auch nicht, denn Boba kommt rein und die Nikto greifen ihn direkt an. Und es ist interessant, dass der das nur macht, um ein Speederbike oder Swoopbike zu bekommen, weil aus den Trailern dachten wir immer, okay, der macht das, um die Leute da zu retten oder ist da halt gerade nach dem Sarlacc oder so rein. Aber darauf wäre ich um ehrlich zu sein nicht gekommen. Es folgt ziemlich gute Action, Boba nimmt noch einen Schluck und geht einfach raus. Und dann schnappt er sich eins der Speederbikes und die anderen im Schlepptau und fährt damit bis zum Morgen zu den Tusken zurück. Als Geschenk für die Tusken, um mit den Tusken mit diesen Speederbikes den Zug anzugreifen. Und das erste, was die Tusken machen, auf die Speederbikes einzuschlagen und die auseinanderzunehmen, das war eine ziemlich lustige Sequenz. Aber Boba sagt halt, nein, nein, das sind eure Speederbikes, damit wollen wir das angreifen und ich bringe euch einfach bei, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommt so eine kleine Montage, wie er denen beibringt, die Speederbikes zu fahren. Und ja, erstmal setzt sich Boba drauf, versucht ihnen das so mimisch zu erklären und sagt dann so, wie ein Banter zu reiten, grinst so breit. Auch ein sehr lustiger Moment. Das erste, was ein Tusken macht, sich draufsetzen, fährt rückwärts. Und einfach diese furchteinflößenden Tusken, wie wir sie so aus anderen Werken kennengelernt haben, hier auf so Speederbikes sitzen zu sehen und dann zu merken,
oh mein Gott, die kriegen das so überhaupt nicht hin, ist eine ziemlich lustige Sequenz. Und ich muss sagen, so muss Comedy in Star Wars aussehen und nicht anders. Das ist ziemlich lustig und es passt halt einfach hier mit rein. Boba lernt dann weiter, wie man noch besser mit dem Gaffy-Stick umgehen kann, kann diesen Krieger aber immer noch nicht besiegen. Dann kommt der Zug wieder und Boba führt die Gruppe an. Wodurch er hier die ersten Erfahrungen als Anführer in dieser Serie macht, hat er natürlich mit anderen Kopfgeldjägern schon in The Clone Wars gemacht zum Beispiel, aber das sind so die ersten Erfahrungen als richtiger Anführer in The Book of Boba Fett. Pikes öffnen die Luken und fangen gefühlt aus 500 Luken an, auf die Tasten zu schießen. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas zu Jabbas Tagen nie gegeben hätte, dass die Pikes hier auf Tatooine rumlungern. Aber naja, dann kommen Tusken-Sniper, die schalten einige Pikes aus, an einer bestimmten Stelle, damit Boba und die anderen Tusken aus ihren Speederbikes in den Zug klettern können. Das klappt nicht so ganz, andere Pikes tauchen auf, schießen einige Tusken und schießen auf einige Speeder, die kaputt gehen. Und auch Bobas Speeder bekommt was ab und fängt an zu brennen. Boba und ein Tuske, hinterher noch ein paar mehr, schaffen es auf den Zug. Und das Interessante ist, vorne auf dem Zug obendrauf ist ein Düsentriebwerk einfach mal. Was den Zug noch cooler aussehend macht, ist aber auch wichtig für die Story. Die kämpfen sich auf dem Zug weiter gegen die Pikes und es ist einfach eine so coole Actionsequenz. Wir erfahren, dass ein Droide den Zug fährt und der den Zug mal so richtig schnell macht, was natürlich noch schwieriger macht für die Angreifer oben auf dem Zug. Und dann lässt der Droide das Düsentriebwerk auf Overdrive gehen und ein Tuske wird vom Düsentriebwerk so halb desintegriert, was ziemlich krass ist. Boba bricht in den Führerstand ein und der Droide schmeißt sich einfach mal raus und haut ab. Boba schafft es aber, den Zug langsamer zu machen und kann den Zug im Endeffekt in so einer Bruchlandung zum Landen bringen sozusagen. Die Tusken fangen dann an, den Zug auszurauben, bekommen da Waffen, andere Gegenstände und wir sehen, dass einige Pikes gefangen genommen sind. Boba fragt dann die gefangenen Pikes, ob sie Gewürz dabei haben. Und Gewürz aus den Sklavenminen von Kessel. Kessel ist ja schon in Episode 4 erwähnt worden. In Live-Action haben wir es das erste Mal in Solo Star Story gesehen. Und der Anführer der Pikes stellt sich erstmal dumm, während die Tusken eine Kiste an Gewürz öffnen. Und Gewürz ist übrigens nicht Salz oder Pfeffer oder Paprikapulver oder so. Das sind relativ harte Drogen. Und ja, wer weiß, was da mit den Tusken dann passiert. Aber das ist eine andere Sache. Boba macht auf jeden Fall klar, dass die Tusken als Ureinwohner Anspruch auf das Dünenmeer erheben und dass alle, die da durch wollen, auch die Pikes Zoll zahlen sollen. Und dass jeder Tuske, der von den Pikes getötet wird, für 10 tote Pikes sorgt. Boba will die Pikes aber auch am Leben lassen, um zum einen zu zeigen, wie zivilisiert die Tusken sind, zum anderen, damit die Pikes das eben ihren Herren sagen können und die sollen im Gänsemarsch nach Angkor Head laufen. Die Pikes haben Angst, getötet zu werden, Boba erklärt aber, dass die jetzt den Schutz der Sandleute haben und dass jeder Einzelne eine schwarze Melone zum Trinken bekommt, dass die nicht verdursten. Und ich glaube auch, das ist das erste Mal, dass diese schwarzen Melonen in der Serie oder auch in The Mandalorian benannt werden. Bisher waren die nur in den Comics und Büchern benannt und in den Serien zu sehen, aber jetzt haben die auch hier den Namen bekommen. Die Tusken finden dann noch Wasser im Zug, was sie natürlich auch sehr glücklich macht und damit endet diese Sequenz. Dann kommen wir zu einem Zelt, wo Anführer und Boba zusammen sitzen und miteinander reden und der Anführer erklärt Boba, dass es einfach viele verschiedene Tusken-Clans gibt und dass seit die Meere ausgetrocknet sind, dieser bestimmte Tusken-Clan sich versteckt hat. Andere Clans haben durch das Töten überlebt, das haben die jetzt nicht unbedingt gemacht, aber Boba meint, dass diese Tusken sich nicht verstecken sollten, da sie ja auch selber große Krieger sind. Der Anführer hat dann noch ein Geschenk für Boba, was scheinbar eine kleine Echse ist. Diese soll Boba leiten, dann sprüht der Anführer Boba mit schwarzem Melonensaft ins Gesicht und die Echse kriecht einfach mal in Bobas Nase rein, was widerlich ist. Aber davon erhält Boba einige Visionen. Von ihm in seine Rüstung, von ihm im Sand, dann Bäume im Wasser oder im Meer. Es tauchen komische rote Augen im Baum auf und Boba klettert in den Baum. Und aus den Konzeptzeichnungen erfahren wir, dass das eigentlich Jawa-Augen sein sollen, was ich so nicht interpretiert habe. Wir sehen Boba im Sarlacc und Boba, der scheinbar von diesem Baum festgehalten wird. Boba mit Jango's Helm und Boba auf Kamino, der zuschaut, wie die Slave One wegfliegt. Und dann Boba, der sich aus dem Baum befreit. Damit sind die Visionen zu Ende und Boba kehrt mit dem Ast aus der Wüste zu den Tusken zurück. Die Echse kriecht wieder aus der Nase raus und der Ast soll dem Anführer gegeben werden. Dann bekommt Boba in einer Zeremonie den schwarzen Umhang, den er auch in The Mandalorian Staffel 2 trägt, und das Kind nimmt Boba an die Hand und bringt ihn nach draußen. Die beiden scheinen hier eine ziemlich nahe Bindung aufgebaut zu haben, was dann vielleicht traurig ist, wenn Boba hier geht. Aber naja, aus dem Ast wird ein Gaffy-Stick gemacht, beziehungsweise Boba muss das meiste davon selber machen.
was auch bedeutet, dass Boba hier seine eigene Waffe gemacht hat. Dann gibt's noch eine Zeremonie ums Lagerfeuer nachts im Sand und die Tusken und Boba tanzen mit dem Gaffy-Stick ums Lagerfeuer herum, wodurch ich mir vorstellen kann, dass Boba hier zu einem vollwertigen erwachsenen Tusken gemacht wurde. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass Tusken ihn vielleicht im Finale den Arsch retten, wenn Boba da von was weiß ich nicht welchem Verbrecherlord angegriffen werden, kann irgendwer eine Nachricht zu den Tusken geben und dann vereinen sich die Tusken-Clans, um Boba zu retten oder so. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Damit endet die Folge. Was für eine Folge mit sehr vielen Flashbacks. Diesmal fand ich die Flashbacks aber deutlich noch cooler als in der ersten Folge. Okay, das, was in der Folge zu sehen war, war der Hammer. Die Action war super, es gab aber auch zusätzlich zur Action eine tiefere, teils sogar emotionale Story. Und dazu dann halt eben auch noch die beiden Hutten. Klar, die beiden sahen ein wenig nach CGI aus, aber die Bewegungen, die Mimik und die Marotten, die hatten, waren ziemlich cool. Und die anderen zusätzlichen Sachen, die ich jetzt hier nicht nochmal aufzählen will, ich könnte einfach ausrasten vor Freude bei dieser Folge. Wobei dann natürlich die Frage ist, warum gebe ich der nur eine 9 von 10? Weil Boba Fett eben Boba Fett ist. Wäre das jetzt eine Serie um einen Niemand, der in den Sarlacc gefallen ist und wir würden all das über diesen Niemand bekommen, würde ich der ganzen Folge wahrscheinlich eine 10 von 10 geben. Aber es ist nun mal Boba Fett. Und Boba Fett muss in seine Rüstung. Und diese Story in der Jetztzeit macht mir so viel Spaß. Klar, die Flashbacks sind noch spaßiger geworden, aber diese Story mit Boba als Verbrecherlord finde ich noch einen Ticken interessanter und ich will mehr davon sehen. Gefühlt war aber ein Viertel der Folge nur in der Jetztzeit. Der Rest, drei Viertel der Folge, in Flashbacks. Das heißt, wir haben so ungefähr 10 Minuten mit Boba als Verbrecherlord und 30 Minuten in Flashbacks bekommen. Und das hätte ich lieber umgekehrt gehabt. Ja, wir brauchen diese Flashbacks, um Bobas Geschichte und seinen Wandel besser verstehen zu können. Ich würde auch nicht sagen, nehmt die Flashbacks weg. Jeder einzelne dieser Flashback-Sequenzen war wichtig und die sollten auch da drin sein. Aber die Serie geht nun mal eben nur 7 Folgen lang. Ich will noch mehr von Boba in seiner Rüstung, noch mehr von ihm als Kopfgeldjäger und als Verbrecherlord. Und die Geschichte mit Fennec und die Geschichte mit den Hutten. Ich will, dass das weitergeht und zwar noch relativ lange. Und dann noch die beiden Hutten so anzuteasen, die dann aber in der Folge nicht mehr vorkommen zu lassen, ist so gemein. Ich will mehr von denen sehen. Jetzt wissen wir aber auch, warum die letzte Folge so abrupt endete. Die beiden Hutten wären für die erste Folge ein besserer Cliffhanger gewesen. Dann wäre die zweite Folge jetzt aber nur Flashbacks gewesen, was glaube ich viele Fans sauer gemacht hätten. Das einzige Problem, was ich also mit der Folge habe, ist, dass diese zweite Folge entweder zu kurz war, wobei sie schon länger war als viele andere Book of Boba Fett bzw. Mandalorian Folgen, oder eben, dass die Staffel generell zu kurz ist. Wüsste ich jetzt, okay, da kommen noch 10 weitere Folgen und nicht nur 5, wäre das nochmal was anderes. Die Frage ist aber auch noch, wie viele Flashbacks bekommen wir einfach noch? Auf jeden Fall den einen, wo er sich in Jabbas Palast einschleicht, mit Fennec zusammen, wo wir dann vermutlich auch noch einen Flashback bekommen werden, wie er Fennec rettet. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht auslassen werden. Und das würde ich vielleicht für nächste Woche einordnen. Ich meine, er hat jetzt da seine Robe und seinen Gaffy-Stick. Das heißt, jetzt kann das Ganze mit Fennec, wie kriegt er die Slave One, vielleicht noch, wie bekommt er Cobb Vanths Rüstung wieder zurück. Das könnte ich mir jetzt alles für nächste Woche vorstellen. Aber wie wäre es vielleicht noch mit weiteren Flashbacks, vielleicht noch weiter zu den Geschehnissen in Mando Staffel 2 und vielleicht auch darüber hinaus? Das wird es vielleicht nochmal interessanter machen, wenn wir vielleicht erfahren, was vielleicht noch zwischen Mando Staffel 2 und dem Töten von Bib Fortuna passierte. Und vielleicht noch kurze Schnipsel aus den Klonkriegen oder kurze Schnipsel zu seinem Kopfgeldjäger da sein? Ich bin mir da nicht sicher, was wir da noch kriegen. Was meint ihr? Und ziehen sich diese Flashbacks durch die komplette Serie? Oder werden die Flashbacks weniger, beziehungsweise kriegen wir vielleicht noch in der nächsten Folge recht lange Flashbacks und danach die nächsten 4 Folgen gar keine mehr? Ich weiß es nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, eine absolut geniale Folge. Und das ist wirklich das Einzige, was ich zu kritisieren habe, dass sie zu kurz ist. Ich muss jetzt, glaube ich, auch erstmal meine Gedanken ordnen und ich sehe schon, ich habe über 30 Minuten hier schon aufgenommen. Das ist eine Menge. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein Video zu kleineren und wichtigen Details machen, auf die ich dann nochmal näher eingehe, vielleicht da die Verbindung nochmal näher erkläre. Wenn euch das interessiert, schreibt das auch nochmal gerne in die Kommentare. Und ich diskutiere übrigens momentan auch sehr viel über die Serie im Star Wars Universe Discord Server. Falls ihr auf dem Server noch nie wart, kommt gerne nochmal drauf. Da können wir dann zusammen drüber quatschen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr jetzt noch weitere kleine Details zu The Book of Boba Fett erfahren wollt, schaut mal hier in die Playlist an Kurzvideos auf Star Wars Basis Shorts rein. Und hier findet ihr die Videos über die Geschichte der Hutten und die Geschichte von Boba Fetts komplettem Leben.
Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.